Ja, in diesem Unterkapitel zeige ich dir, wie man Vektoren bearbeiten kann mit einem Faktor zum Beispiel, was dann genau passiert mit so einem Vektor, aber auch welche Gesetze gelten, wie kann man Vektoren umstellen, gelten da dieselben Gesetze wie bei einer ganz normalen Rechnung mit Zahlen oder muss man da doch hin und wieder mal aufpassen? Und ansonsten werde ich dir auch ein bisschen was über die Vektorlängen erzählen. Also ein Vektor ist ja so ein Pfeil, den hast du jetzt ja schon mal gesehen, und so ein Pfeil hat auch immer eine Länge und die kann man berechnen. Fangen wir doch damit mal an. Also wenn ich jetzt so einen Pfeil habe, also so einen Vektor, zum Beispiel so wie hier der Vektor a, dann packt man den hier so in so eine Betragsstriche. Und dann sagt man nämlich immer, wenn ich den in so eine Betragsstriche reinpacke, bedeutet das hier in dieser Vektorrechnung, dass man die Länge berechnen möchte. Und die berechnet man immer durch die Wurzel und dann die einzelnen Komponenten jeweils im Quadrat aufsummiert. Also so ein Vektor besteht ja immer so eine Zusammensetzung aus Werten, ne? Also so ein Vektor, sagen wir mal, ich starte vom Ursprung und ich sage, okay, das ist jetzt meinetwegen Ortsvektor und der soll jetzt vom Ursprung aus zwei Einheiten in X-Richtung, eine Einheit in Y-Richtung und null Einheiten in Z-Richtung gehen. Dann sind das hier meine Koordinaten von einem Punkt, der genau da liegt, wo auch der Ortsvektor hinführt. Und die Frage ist jetzt, wie lang ist dieser Ortsvektor? Ja, dann hast du hier einmal die x-Komponente von diesem Vektor, du hast die y-Komponente und du hast die z-Komponente. Und die musst du jetzt einfach nur alle quadrieren und aufsummieren. Also 2 zum Quadrat sind 4, 1 zum Quadrat ist 1 und 0 zum Quadrat ist 0. Das Ganze aufsummiert ist 5. Und die Wurzel aus 5, gut, muss man dann Taschenrechner eintippen, ich kann es ja mal machen. Wurzel aus 5 sind 2,236. Also weiß ich, dass der Vektor eine Länge von 2,236, also von 2,236 ungefähr hat, innerhalb des Koordinatensystems, also gemessen in Einheiten. Gut, also die Länge von so einem Vektor überhaupt gar kein Thema, ist einfach nur eine Formel, merkt man sich und dann kann man da einfach immer die Komponenten einsetzen und das dann ausrechnen. Tja, was macht so ein Faktor? Also so ein Faktor ist eine sehr interessante Sache, denn so ein Vektor, wenn du dir den jetzt mal so vorstellst als Pfeil, der geht jetzt hier irgendwie von hier nach hier, dann hat der ja eine gewisse Länge und er geht nicht über diesen Punkt hinweg. Also er startet irgendwo und geht bis dahin, wo die Pfeilspitze ist. Aber du kannst jetzt mit einem Faktor, wie diesem k hier, kannst du die Länge und auch die Richtung steuern von diesem Vektor, von diesem Pfeil. Allerdings die Richtung nur in dem Sinne, dass du den umdrehen kannst. Das heißt, du kannst sozusagen in diese eine Richtung nach vorne gehen, so wie wir jetzt gerade auch den Vektor hier sehen. Oder du kannst auch, wenn du den Vektor mit einer negativen Zahl multiplizierst, eben auch in die andere Richtung gehen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier nochmal eine Farbe kriege. Okay, das heißt, wir können den auch umdrehen und verkürzen zum Beispiel. Dann sieht der so aus. Na, der ist jetzt umgedreht und verkürzt. Wir können ihn aber auch verlängern, dass der einfach mit seiner, dass der zwar in diese Richtung geht, aber den man dann irgendwie so dann doch ein bisschen länger zeichnet. Also all das kann man mit K steuern. Na, und das steht jetzt hier auch noch, kannst du dir einfach nochmal durchlesen, wenn du möchtest. Es gibt noch einen Spezialfall, und zwar der Nullvektor 0. Wenn du einen Vektor mit diesem Nullvektor zusammenbringst, dann ändert sich nichts, ne? Das ist sozusagen ein neutrales Element. Das heißt, dieser Nullvektor, hier steht es ja auch nochmal, dass eben jeder Punkt auf sich selbst abgebildet wird und keine Verschiebung erzeugt wird durch einen Nullvektor. Das ist also neutral, es passiert nichts. Dann haben wir Rechenregeln, und zwar das Kommutativgesetz, das kennst du ja auch von Zahlen. Sagen wir mal, 2 plus 3 ist gleich 3 plus 2. Ne? Stimmt ja bei Zahlen und stimmt hier auch bei Vektoren. Das ist schon mal ganz gut, damit kann man schon mal auf jeden Fall Verschiebungen, je nach Geschmack in der Reihenfolge anwenden. Das heißt, es ist egal, ob ich erst in A-Richtung gehe und dann B-Richtung oder ob ich erst in die B-Richtung gehe und dann in A-Richtung, ich lande beim gleichen Punkt. Dann haben wir das Assoziativgesetz, das sagt eben aus, dass man A plus B plus C, dass es dabei keine Rolle spielt, was man zuerst macht für eine Verschiebung. Also ob ich erst die Verschiebung, wenn ich jetzt A und B zusammenbringe und danach C dazu packe, oder ob ich erst B und C zusammenbringe und dann A dazu packe. Das ist also egal beim Assoziativgesetz. Und eben auch, und dazu gehört auch dieser multiplikative Charakter vom Assoziativgesetz, dass man sagt, wenn ich mehrere Faktoren habe, also ich habe K und M als Faktor, die eben diesen Vektor a bearbeiten sollen, dann spielt es keine Rolle, ob ich zuerst hier eben m mal a bearbeite und danach noch das k drauf packe oder andersrum. Also das kann man sich auch vorstellen.
Es ist also egal, ob ich erst diesen Pfeil hier einmal umkehre, von Plus auf Minus, also in die andere Richtung laufen lasse und dann verlängere, oder ob ich den Pfeil erst verlängere und dann in die andere Richtung laufen lasse. Es wird am Ende genau das gleiche bei rauskommen. Das kann man sich also sozusagen so grafisch schon mal ganz gut überlegen. Dann haben wir noch das Distributivgesetz. Das bedeutet, wir können hier auch ausmultiplizieren, wenn wir k als, ja, als Streckungs-Stauchungsfaktor haben, wenn man so will, und auch als Umkehrfaktor. Und der wird multipliziert mit einem Vektor a plus eben noch ein Vektor, also sozusagen so eine Verschiebung, wenn man so will, also von a und plus b, dann kann man eben auch sagen, ich kann noch erst den ersten Vektor mit k multiplizieren und das dann addieren mit eben dem zweiten Vektor, also der zweiten Verschiebung, multipliziert mit einem Vektor k. Also auch das geht, Distributivgesetz. Ich weiß, es ist ein bisschen trockener Shit, aber ja, haben wir jetzt auch schon abgehakt. Na, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie sich das in der Aufgabe auswirkt. Und zwar haben wir eine Aufgabe hier und da heißt es, dass die Route eines Flugzeuges hier abgebildet wird und zwar eben mit einmal S1 und einmal S2. Dabei ist es so, dass man erstmal mit dem Flugzeug sozusagen diese Kilometer in die X-, Y- und Z-Richtung erreichen muss, damit das Flugzeug seine Reisegeschwindigkeit erreicht hat. Erst dann fliegt es sozusagen Full Blast. Und das heißt, man geht sozusagen erstmal diesen Weg jetzt hier, 280, 120, 10 in Kilometer. Und ab diesem Punkt, wenn sozusagen die Reisegeschwindigkeit erreicht ist, dann fliegen wir mit einer Reisegeschwindigkeit V, die man jetzt hier sieht, in diesem Vektor. V ist in Kilometer pro Stunde. Und wenn man, du siehst schon, wenn das sozusagen abhängig ist von Stunde, dann muss man eben auch einen Faktor davor setzen und sagen, naja, wie viel Zeit fliegt es denn? Also sozusagen, hier kann man ja dann einsetzen, eine halbe Stunde, also 0,5, eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, kann man alles einsetzen. Aber t ist sicherlich nicht negativ. Also t kann 0 sein oder größer sein als 0. Wenn t 0 ist, dann hat das Flugzeug eben nur diese Entfernung hier geschafft. Ist ja klar, ne? Also die braucht es ja erstmal sowieso, um die Reisegeschwindigkeit zu erreichen. Und dann kommt erstmal nichts mehr dazu, weil t ja gleich 0 ist. Ist t gleich 1, dann könnte man hier schon relativ schnell addieren einfach. Das plus das und dann kennt man den neuen Standort des Flugzeuges. Aber die Aufgabe ist noch ein wenig komplexer als das. Hier heißt es nämlich jetzt, hier soll ausgerechnet werden, wie lange muss das Flugzeug mit Reisegeschwindigkeit V fliegen, also sozusagen S1 muss erreicht sein und danach geht es erst los, die Rechnung, um insgesamt 800 Kilometer vom Startpunkt entfernt zu sein. Dafür müssten wir 800 Kilometer des Flugzeuges abmessen und dann gucken, wie lange das gedauert hat. Dafür ist sicherlich erstmal interessant zu wissen, was ist denn eigentlich die Strecke? Ne, das sind ja hier Strecken, Strecke 1, Strecke 2. Und was ist denn die Strecke gesamt? Naja, die Strecke gesamt ist letztendlich eine Verschiebung und noch eine Verschiebung, die man zusammenaddiert. Also ein Vektor S1 als Ortsvektor, wenn man so will, und dann S2 auch als Ortsvektor, den man aber dahinter hängt. Und der eben auch abhängig ist von t. Ja, wie das grafisch aussieht, kann ich dir gerne zeigen. Das ist jetzt hier das Koordinatensystem im dreidimensionalen Raum und ich habe jetzt einfach mal die Koordinaten, also die Skalierung weggelassen, weil es einfach verwirrend ist. Ich habe überlegt, irgendwie lasse ich sie drin, aber es spielt eigentlich keine Rolle fürs Verständnis und deswegen lasse ich sie hier raus und gleich im Bild, was ich für dich vorbereitet habe, siehst du sie dann aber wieder. Okay, also grundsätzlich ist es jetzt erstmal so. Wir wollen erstmal eine Strecke fliegen, damit wir überhaupt die Reisegeschwindigkeit erreichen. Das ist diese Strecke S1 hier, die du hier siehst. Das heißt, wir gehen nicht in negative X-Richtung, nicht in negative Y-Richtung, nicht in negative Z-Richtung. All das würde keinen Sinn machen, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Macht keinen Sinn. So, wie hoch ist man mit dem Flugzeug? Ja, mit dem Flugzeug ist man, ich glaube, ich habe mal gehört, irgendwie so 10 Kilometer, 10.000 Meter Höhe oder sowas kann man da dann schon erreichen mit dem Flugzeug. Insofern siehst du auch, das ist jetzt hier, weil man in die Länge und in die Breite relativ weit fliegt. In die Länge und Breite fliegt man weit, aber in die Höhe halt eben nicht so. Ist das hier schon ein Wert, der relativ flach ist? Und du siehst, S1 ist ja auch sehr flach hier genannt, nämlich mit einer Höhe von 10 Kilometern. Und in die Länge ist es dann höher. Deswegen sieht es so aus, als wenn dieses Flugzeug überhaupt gar nicht hochgestiegen ist, ist es aber. Das heißt, die Reisegeschwindigkeit ist dann erreicht in dieser sehr hohen Höhe. Darf man sich jetzt nicht von täuschen lassen. So, und jetzt sagen wir, okay, dieses Flugzeug fliegt jetzt also vom Start weg. Na, sehen wir jetzt hier, es fliegt jetzt vom Start weg diesen Pfeil in Richtung dieses S1-Wertes. So. Und für die Bewegung ab eigentlich der Reisehöhe, ab der Reisehöhe gilt das hier.
Oder besser gesagt, nee, ich pass auf, ich zeig dir erstmal das hier, zack. Das ist die sozusagen, das ist die Bewegung, die wir normalerweise haben ab der Reisegeschwindigkeit. Hier ist es aber als Ortsvektor dargestellt. Das heißt, wir müssten den jetzt hier gedanklich hier hinterhängen. Hier muss der eigentlich dran, ne? Weil wir fliegen erst diese kurze Strecke hier bis dir hin, um sozusagen die Reisegeschwindigkeit erreicht zu haben nach dieser Zeit. Und danach setzen wir den Flug mit diesem Pfeil hier fort. Das ist aber aktuell noch ein Ortsvektor, den muss ich jetzt hier hinterhängen. Das heißt, der bringt mir eigentlich gar nicht so richtig was. Den muss ich jetzt parallel verschieben an diese S1 dran. Und dann sieht das Ganze nämlich hier so aus. So, in lila. Und das ist sozusagen das Maßgebliche für mich. Ne? Das heißt, so fliegt das Flugzeug hier. So fliegt das Flugzeug ab diesem Punkt weiter. Das heißt, diesen Pfeil hier, den brauche ich eigentlich gar nicht. Und es ist jetzt für mich nur noch das hier maßgeblich. So, wir können noch sagen, naja, T ist ja größer als 0. Eigentlich müsste das hier so wie das hier auch möglich sein, in die andere Richtung zu gehen, weil wir sagen ja hier T mal das hier. T könnte theoretisch, rein mathematisch, ja auch negativ sein. Das heißt, man könnte hier sagen, naja, dieses Lila, ne, könnte ja auch nach hinten weggehen. Das heißt, eigentlich könnte das Flugzeug hier auch eine komplette Kehrtwende machen und in die Richtung fliegen. Das macht aber keinen Sinn. Einfach gut, manchmal macht es ein Flugzeug auch eine Kehrtwende, aber das wollen wir in diesem Fall ausschließen, weil letztendlich, ja, T ist hier in Zeit angegeben und die Zeit ist größer als 0. Da gucken wir nicht in die Vergangenheit und deswegen lassen wir das so. Okay, ich denke mal vom Setup her erstmal klar, was hier passiert. Und jetzt müssten wir hier einen Vektor ansetzen, der sozusagen die Entfernung misst vom Start. Und dieser Vektor müsste jetzt sozusagen hier angesetzt werden. Ne, also im Ursprung müsste der jetzt angesetzt werden und der müsste sozusagen messen, immer messen, wie weit ist man hier geflogen und wann sind 800 Kilometer erreicht. So, ist dieses in diesem Fall gar nicht so einfach, dir das hier grafisch so zu zeigen. Ich habe mich dann jetzt entschieden, hier das nochmal hier so abzubilden. Du siehst jetzt hier also nochmal beide Pfeile, einmal bis die Reisegeschwindigkeit erreicht ist und dann wie die Flugrichtung allgemein ist ab dieser Reisegeschwindigkeit und du siehst, dass diese beiden hier parallel laufen. So, das müssen wir erstmal nur wissen und das müssen wir verstanden haben. Mehr eigentlich erstmal nicht. Der Rest ist jetzt Rechnung. Und jetzt geht es um Länge eines Vektors und zwar um Länge des Vektors, der jetzt sozusagen wirklich die Strecke gesamt misst. Also die Strecke gesamt ist ja S1 plus S2 und das bewegt sich sozusagen dann in diese Richtung. Und jetzt soll gemessen werden, wenn sich das so bewegt und das abhängig ist von t, dann ist irgendwann mal ein Abstand von 800 Kilometern zum Ursprung erreicht. Irgendwann ist das erreicht. Und deswegen sage ich, okay, wenn die Strecke gesamt 800 Kilometer sein soll, muss ich erstmal die allgemeine Formel nehmen und das alles so einsetzen, wie ich es habe. Das ist erstmal jetzt hier die x-Komponente von der Strecke gesamt, also Strecke gesamt x-Komponente. Ne, das ist letztendlich, muss man sich vorstellen, das hier. So. Das ist die x-Komponente von Strecke gesamt. Das hier ist die y-Komponente von Strecke gesamt. Und das hier ist die Z-Komponente von Strecke gesamt. Und das sieht ein bisschen komisch aus, weil ich das auch so komisch einkreisen muss. Aber das liegt daran, weil ja dieses zum Teil noch von einer Variablen t abhängig ist. Und deswegen wird es etwas komplexer. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen was einsetzen. Und zwar haben wir ja gesagt, na gut, Strecke gesamt ist ja das hier, ne? Habe ich ja eben gerade schon umkreist. Zum Beispiel ist die x-Komponente 280 plus t mal 450. Na, so wie ich es eben gerade auch umkreist habe. Das ist die Strecke gesamt. Und wenn ich davon jetzt den Abstand messen will, dann sage ich ja, die Strecke gesamt soll 800 Kilometer sein. Das heißt, vom Ursprung aus sollen 800 Kilometer vom Flugzeug erreicht werden. Wann ist das der Fall? Also setze ich Strecke gesamt gleich 800 Kilometer und setze das gleich meiner Formel und zwar eingesetzt. Also habe ich jetzt hier für die x-Komponente meiner Strecke gesamt das eingesetzt, was eben die x-Komponente ist, in Klammern hoch 2, plus die y-Komponente in Klammern hoch 2, plus die z-Komponente in Klammern hoch 2. Also einfach nur eingesetzt für die in die Abstandsformel und das Ganze gleich 800 gesetzt. So. Jetzt kann man das auflösen. Jetzt würde ich natürlich erstmal hier auf beiden Seiten hoch 2 nehmen, ne, damit die Wurzel auf der rechten Seite wegfliegt. Die stört mich ja immens. Und 800 hoch 2 sind 640.000 und auf der rechten Seite fliegt dann die Wurzel raus. Dann kann ich hier 10 Quadrat rechnen, das ist 100. Und ich kann eben jetzt so ein paar Umstellungen machen und zwar die 640.000 auf die andere Seite bringen.
So, mit allen Zahlen, die hier rausgekommen ist, ist das verrechnet. Das, ich beschleunige das jetzt einfach mal. Du kannst gerne das Video auf Pause drücken und es einfach mal nachrechnen. Aber hier sind überall binomische Formeln anzuwenden. Da entstehen überall normale Zahlen noch am Ende bei einer binomischen Formel. Du weißt ja, a² plus 2ab plus b². Dann wird das alles zusammengefasst und mit der minus 640.000, die jetzt von der linken Seite des Gleicherzeichens rübergekommen ist, verrechnet. Dann bleibt hier noch ein minus 547.100 stehen. So. Jetzt teilen wir, das ist ja eine Gleichung, das ist eine quadratische Gleichung. Eine quadratische Gleichung muss man irgendwie auflösen. Und wenn bei einer quadratischen Gleichung alle Terme da sind, also das Quadratglied hier, alle Glieder sagt man auch, das Quadratglied ist da, das Linearglied ist da und das Konstantglied ist da, dann muss man die PQ-Formel anwenden. Wenn irgendein Glied gefehlt hätte, wäre es auch anders möglich gewesen. Durch Umstellen, Wurzel ziehen und so weiter wären da auch einfachere Sachen möglich gewesen. Ausklammern sowieso, ne? Wenn jetzt das hier hinten gefehlt hätte, die Zahl, hätte man einfach ein T ausklammern können. Das ist hier aber nicht der Fall, es sind alle Glieder da, also PQ-Formel. So, für PQ-Formen braucht man immer Normalform. Also muss hier vor dem T-Quadrat eine 1 stehen. Also teile ich durch den Faktor. Also geteilt durch 562.500. Dadurch erzeuge ich die Normalform und ich kann dann entsprechend die PQ-Formel durchführen. Weil das jetzt hier nicht Thema ist und weil du es vielleicht auch sogar mit dem GTR einfach lösen kannst als Nullstellenproblem, das ist überhaupt kein Thema, gebe ich dir jetzt hier einfach mal die Lösung. Das sind die beiden Lösungen, die hier rauskommen dafür. Und weil das hier ein negativer Wert ist und weil Zeit halt hier, t sollte ja größer gleich 0 sein, spielt das hier keine Rolle für uns. Ist also für uns irrelevant. Und damit ist das hier das Ergebnis. Also t ist gleich 0,695 Stunden. Kleiner Antwortsatz noch dazu. 0,695 Stunden nach Erreichen der Reisegeschwindigkeit, wenn man diese Zeit geflogen ist, also in Minuten umgerechnet 41 Minuten und 42 Sekunden, hat man bereits 800 Kilometer absolviert. Das heißt, wenn du von Hamburg nach München fliegst, kommen wir gar nicht auf 800 Kilometer, sagen wir mal von Kopenhagen nach München, dann musst du von Kopenhagen in die Luft gehen und nach einer gewissen Zeit hast du erst die Reisegeschwindigkeit erreicht, nämlich nach diesem Vektor hier, nach 280 Kilometer in die Länge, 120 Kilometer in die Breite und 10 Kilometer in die Höhe hast du die Reisegeschwindigkeit erreicht und dann müssen eben ungefähr 41 Minuten und 42 Sekunden vergehen, bis wirklich 800 Kilometer erreicht sind, bis du dann sozusagen über München dann fliegst. So ungefähr jetzt. Soll jetzt nicht auf den Kilometer genau passen, aber so ungefähr. Und das macht ja auch Sinn, ne? Also so 41 Minuten, 42 Sekunden ist ja im Flugzeug bei erreichter Reisegeschwindigkeit schon echt eine Menge. Und da kann man schon etliches an Kilometern dann rausholen. Du musst unbedingt die Länge eines Vektors berechnen können, da dies oft vorkommt. Weitere Operationen werden noch in den folgenden Kapiteln vorgestellt. Ja, das mache ich auf jeden Fall gerne noch. Ich will aber hier noch mal kurz sagen, wichtig ist, dass du hier verstehst, dass man hier einen Vektor hat und noch ein Vektor sich anschließt an die Sache und dass man quasi vom Ursprung permanent einen weiteren Vektor hat, nämlich Strecke gesamt, der immer wieder auf das hier drauf trifft. Wenn ich hier so rauszoome, siehst du, wird diese lilane Gerade immer größer. Und irgendwann hat man eben hier eine Entfernung von 800, vom Ursprung eine Entfernung von 800 Kilometern erreicht und in dem Moment sozusagen knallt es und dann wird mir ausgegeben, aha, das ist 0, bei 0,6, bei 0,695 gewesen. Und deswegen hat man das hier so umgestellt und ausgerechnet. Ganz schön viel. Zur Not guck dir das nochmal an. Vielleicht habe ich auch zu viel gelabert und es war einfach viel einfacher und du sagst, oh Gott, Mann, es hätte man doch auch viel schneller erklären können. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Wir kommen jetzt zu den drei Übungen zu diesem Kapitel.